visiting the last of their kind, the charcoal burners in Germany's Harz Mountains. Smoky kilns and sooty faces. Working as a charcoal burner is tough. Today it's my turn to do the dirty work. I'm visiting the charcoal burners and I'm making coal from wood. And it doesn't just look like hundreds of years ago. Things are still done exactly the same way. And now I'm putting all my energy into finding out why the last of their kind still cling to their dying craft. Charcoal burning is one of the oldest known human crafts. Without it, humans would have never learned how to transform ore into iron. Back in the day, charcoal burners would flock to ore-rich regions like Germany's Harz Mountains. Today, I'm meeting the Feldmers, one of the few families still practicing this old craft. Wir wollen halt die Tradition erhalten, zeigen, wie das Leben im Harz damals hier so stattgefunden hat. Von der Holzkohle bis zum Erzabbau, bis zum Schmied. Es hat kein Material geschafft. Die ganz normale Flamme vom Holz, vom Feuer, schafft es nicht, Eisen zu schmelzen. Man braucht mindestens die doppelte Heizkraft. Und das schaffte nur die Holzkohle damals. Und wenn du Lust hast, kannst du das alles nachher mal mitmachen. For sure! Time to don a traditional charcoal burner's shirt, scarf and cap. Step 1. Building a charcoal pile from logs of wood. It's important to get the order and structure just right. The funnel at its center functions a bit like a fireplace. You need beechwood logs worth about 1,500 euros for a single charcoal pile. Das sieht doch schon mal ganz gut aus, oder? Und der ganze Haufen muss dann auch noch abgedeckt werden, luftdicht. Also da kommt erstmal, wir nehmen jetzt altes Heu, das stopfen wir in die Lücken rein, der muss ja die Erde drauf halten, das darf nicht da reinrutschen. Und dann wird der zugeschaufelt mit Erde. Und dann liegt da ein großer Erdhaufen. Okay. Der Erdmeiler dann. Now we need to make little holes in the side for oxygen to get to the embers inside. They can't be too large, too much air, and the pile could burn to the ground. Over the next 2 weeks, we'll carefully tend to the kiln. The smoke really bites. It goes directly into my lungs. The Feldmers run a private museum dedicated to the history of the charcoal burning industry up until the 19th century. Ohne Köhlerhandwerk gäbe es gar kein Eisen, es gäbe keinen Bergbau, die Schmiede hätten gar kein Material, um Werkzeuge herzustellen. Es ist schon eine Riesenrolle der menschlichen Entwicklung schon allein, Holzkohle zu haben. Also die Köhler mussten die Holzkohle herstellen, nur allein, um Eisen zu produzieren und zu bearbeiten. The craft is also associated with a range of quirky traditions and rituals. Brand, gut, Brand, gut, Brand. Lecker. Oh, der brennt aber wirklich. Der Köhler, war da eigentlich ein eigener Schlag Mensch auch früher? Also war das so eine... Also so ein einfacher Waldschrat, du hast ja schon selbst mitgekriegt, was der eigentlich den ganzen Tag gemacht hat, dass der auch mitten im Wald lebte, bei den Meilerplätzen, bei den Kohlplätzen. Also so war der natürlich auch, manche haben sich gar nicht hingetraut zum Köhler. Now it's time to harvest our coal. The Feldmers took over this particular site in the early 1990s. They have a deep passion for this line of work. Das Holz hatten wir immer in der Hand. Also wir haben es sogar als Stamm noch hier auf dem Hof bekommen, haben es aufgesägt, aufgespalten, veredelt zu dem tollen Stück, was wir jetzt hier in der Hand haben. Und es ist sogar noch heiß, also du könntest gleich damit grillen, wenn du magst. Ja, und das lässt natürlich das Herz jeden Köhlers höher pochen. Each year the Feldmers produce about 50 tons of charcoal. Today I'm taking 10 kilos home with me. These days, charcoal is used mainly for barbecues. Whoa. My first self-harvested charcoal, and I never thought before how challenging it is. But actually, one day is really enough. Next challenge for me, getting clean again.